Hallo und herzlich willkommen zum Statement mit Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Johann Wadefuhr. Ja, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat heute Morgen vor der Bundespressekonferenz die sogenannte nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt, auf die wir jetzt seit anderthalb Jahren warten. Ich hatte die Erwartung, dass die Bundesregierung diese nationale Sicherheitsstrategie wenigstens auch dem Deutschen Bundestag vorstellt. Heute Morgen haben alle relevanten Ausschüsse im Deutschen Bundestag getagt, die darauf gewartet hätten, dass die Bundesregierung ihre Konzeption für eine nationale Sicherheitsstrategie den zuständigen Fachausschüssen des Deutschen Bundestages vorstellt. Nach der Lektüre dieses Textes kann ich verstehen, warum die Bundesregierung das nicht getan hat. Denn der Inhalt dieser sogenannten nationalen Sicherheitsstrategie wäre heute Morgen von allen Fachpolitikern wohl in der Luft zerrissen worden. Das, was wir jetzt hier vorliegen haben als nationale Sicherheitsstrategie, ist inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant, operativ folgenlos und außenpolitisch unabgestimmt. Anders kann man es leider nicht sagen. Sie wissen, dass wir über dieses Thema mehrfach diskutiert haben. Sie wissen, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein Papier zur nationalen Sicherheitsstrategie vorgelegt hat. Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, diese nationale Sicherheitsstrategie mit den Ländern abzustimmen. Das ist nicht erfolgt. Wir haben wie selbstverständlich erwartet, dass die Bundesregierung ihre nationale Sicherheitsstrategie auch mit europäischen Partnern und dem transatlantischen Bündnis abstimmt. Das ist nicht erfolgt. Wir haben, ich glaube, mit sehr guten Gründen die Bundesregierung spätestens nach diesem Krieg in der Ukraine für veranlasst gesehen, doch einen nationalen Sicherheitsrat beim Bundeskanzler einzurichten, der die Koordinierung im Falle von Krisen zwischen Bund, Ländern und Europäischer Union übernimmt. Auch das ist nicht erfolgt. Dieses, was wir heute Morgen hier als sogenannte nationale Sicherheitsstrategie von der Bundesregierung erlebt haben, taucht allenfalls für die Archive in Koblenz, aber nicht für operative Politik in Berlin. Es ist wertlos, es ist inhaltlos, es ist bedeutungslos. Es wird an keiner Stelle irgendwo die Politik der Bundesrepublik Deutschland beeinflussen. Es ist eine große Enttäuschung, was hier nach monatelangem Gezerre und Streit innerhalb der Bundesregierung vorgelegt worden ist. Die Bundesregierung bleibt hinter den selbstgesteckten Ansprüchen weit zurück. Es hätte heute Morgen wirklich die Gelegenheit bestanden, eine Strategie vorzulegen. Stattdessen ist ein Papier herausgekommen, das ohne jede Bedeutung auf die Politik der Bundesrepublik Deutschland bleiben wird. Eine große Enttäuschung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, man kann sagen, insgesamt wird diese sogenannte nationale Sicherheitsstrategie den Erwartungen und Herausforderungen, die bestehen, definitiv nicht gerecht. Nicht nur, weil viele nicht beteiligt worden sind, die beteiligt gehören, nicht nur die internationalen Partner, sondern auch die Bundesländer sind bei der Erstellung nicht beteiligt worden. Und es scheint auch, dass es eine vollkommen falsche Prioritätensetzung in diesem Papier gibt. Nur als Beispiel, 71 Mal findet sich darin das Wort Klima wieder und 6-mal das Wort China. Daran zeigt sich schon, dass man offensichtlich hier mit einem vollkommen falschen Maßstab herangegangen ist. Wenn man in diesem Papier etwas Positives finden will, dann, dass darin ein klares Bekenntnis zur transatlantischen Allianz, zur Partnerschaft mit den USA hinterlegt ist, dass man die Verteidigungsindustrie leistungsfähig und wettbewerbsfähig aufstellen will. Und das ist auch offensichtlich ein Bekenntnis zum Prinzip Abschreckung und zur nuklearen Teilhabe gibt. Es ist wörtlich darin zu finden, die Zunahme nuklearer Risiken werden wir durch glaubhafte nukleare Abschreckung begegnen. Ich finde es an der Stelle sinnvoll und notwendig, dass diese Ampelregierung sich offensichtlich dazu zumindest durchringen konnte. Es ist und bleibt aber insgesamt ein durchwegs negativer Eindruck. Die institutionelle Einrichtung, die notwendig ist, sie fehlt. Eine Strategie zeichnet sich nicht durch ein Sammelsurium von einzelnen Vorschlägen aus, sondern natürlich auch durch eine konsequente Umsetzung. Und dazu braucht es einen nationalen Sicherheitsrat. Hier ist aber Fehlanzeige in diesem Papier. Nicht mal ein sicherheitspolitisches Koordinierungsgremium konnte offensichtlich in der Ampel vereinbart werden.
absolute Fehlanzeige an dieser Stelle. Also Ideen aufschreiben, das ist noch keine Strategie, die umgesetzt werden kann. Dazu braucht es eine institutionelle Einrichtung. Diese Chance ist hier absolut verpasst worden. Ferner stellen wir fest, dass nicht nur keine institutionelle Einrichtung, sondern auch sonst jegliche Art von Koordinierung für die Zukunft nicht erreicht werden konnte. Das heißt, es gibt also nach wie vor keine strategische Vorausschau, die permanent geleistet wird in der Bundesregierung. Und es gibt für Krisenlagen keine operative Steuerung, die fest installiert ist. Das alles bleiben große Blindstellen. Von daher hat man das Gefühl, dass parteipolitische Interessen hier ganz offensichtlich den staatspolitischen Interessen vorgezogen worden sind. Dem will ich mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz kurz anschließen. Friedrich Merz und Alexander Dobrindt haben zu Recht darauf hingewiesen, dass strukturelle Schlussfolgerungen fehlen. Und das ist in der Tat ein eklatanter Mangel dieser sogenannten Strategie. Sie ist eine gute Analyse der Gefahren, denen Deutschland ausgesetzt ist. Sie hält einige Allgemeinplätze, wie man reagieren müsste. Nur an konkreten Umsetzungsmaßnahmen fehlt es. Man wird diese Aufgabe nur bewältigen können, wenn man ressortübergreifend arbeitet. Und die Außenministerin hat heute in der Pressekonferenz selbst gesagt, wir müssen aus dem Silo-Denken raus. Ja, wenn sie diese Frage oder wenn sie diese Forderung selber aufstellt, dann frage ich mich, warum hat sie nicht durchgesetzt, dass es einen Bundessicherheitsrat, dass es einen nationalen Sicherheitsrat, dass es mindestens ein Koordinierungsgremium gibt, was zumindest mal die Ressorts der Bundesregierung zusammenfasst in der Analyse und in den Schlussfolgerungen, in den operativen Umsetzungen. Darüber hinaus hätte man zwingend die Länder einbeziehen müssen. Gefahrenabwehr ist zunächst einmal Länderaufgabe. Die Landespolizeien, angefangen bei den Wasserschutzpolizeien, die beispielsweise ja für Anschläge wie auf Nord Stream 2 formal erstmal zuständig wären, müssten zwingend einbezogen werden. Das fehlt. Eine besondere Enttäuschung ist diese Strategie für die Bundeswehr. Sie bleibt praktisch wehrlos zurück. Denn eine Bundeswehr, der man allgemeinen Aufgaben zuweist, aber keine Mittel, kann ihren Auftrag nicht erfüllen und stellt einmal mehr fest, dass sie am Ende, außer einer großen Zeitenwenderede, keine politische Unterstützung hat. Es findet sich eine allgemeine Formel zu 2%, die weit hinter dem zurückbleibt, was auf dem Vilnius-Gipfel jetzt Anfang Juli beschlossen werden wird. Das weiß jeder. Dort wird beschlossen werden, 2% sind das Minimum. Wir haben es dieses Jahr schon nicht erreicht und wir werden es auch in den nächsten Jahren nicht erreichen. Die Bundeswehr bräuchte sehr viel mehr Mittel. Wir brauchen einen aufwachsenden Verteidigungshaushalt. Der wird nicht kommen, der wird hier auch nicht zugesagt. Vielmehr finden wir wieder eine sehr missverständliche Äußerung, die sagt, man wolle nicht mit zusätzlichen finanziellen Mitteln diese Aufgaben schultern. Wenn es um Prioritätensetzung geht, und davon hat Finanzminister Lindner heute selber in der Pressekonferenz gesprochen, dass man auch irgendwann erklären muss, dass anderswo Dinge nicht gehen, dann hätte man jetzt damit anfangen müssen. Ein letzter Satz. Es irritiert nicht nur die dünne Sprache zu China. Dort warten wir dringend auf die China-Strategie. Es irritiert noch mehr eine distanzierte Sprache zu Deutschlands Verhältnis zu Israel. Das, was Bundeskanzlerin Merkel immer klar gesagt hatte, dass es Teil unserer Staatsräson ist, dass ein israelischer, ein jüdischer Staat existiert, finden wir dort nicht wieder. Das heißt, diese Strategie lässt nicht nur einige Fragen unbeantwortet, sie wirft sogar neue auf. Insofern werden wir jeden Anlass haben, diese Strategie weiter auszuarbeiten. Ich glaube, die nächste Legislaturperiode wird diejenige sein, die dann wirklich von einer Bundesregierung eine echte Strategie zu erwarten hat. Dankeschön. Dann machen wir noch eine kurze Frage, Herr Daltrow von Welt.tv. Ja, genau. Und zwar, Sie, Herr Wartekuhl, hatten es gerade schon angesprochen, die Frage ging aber an Herrn Gerstenberg Dobrindt. Was halten Sie denn von der Tonalität gegenüber China in dieser nationalen Sicherheitsstrategie, auch wenn die China-Strategie ja bald kommen soll? Die China-Strategie hätte Teil dieser nationalen Sicherheitsstrategie sein müssen. Offensichtlich sind sich große Teile der Bundesregierung auch in diesen Fragen nicht einig. Und das, was dort steht, ist die Wiederholung dessen, was wir schon seit langem an anderer Stelle sehen, mit einer leichten Gewichtsverschiebung hin zur systemischen Konkurrenz. Aber die Schlussfolgerungen daraus
bleiben auch hier offen. Also auch da eine große Leerstelle in dieser sogenannten nationalen Sicherheitsstrategie. Es findet sich ein dürrer Satz wieder, der darüber spricht, dass kritische Abhängigkeiten reduziert werden müssen. Aber der Bezug zu China ist ja nicht eindeutig hergestellt. Und dieses deutlichere Herausarbeiten, dass wir in China nicht nur einen Wettbewerber, einen systemischen Wettbewerber, einen wirtschaftlichen Wettbewerber haben, sondern dass er auch international zurzeit versucht, die Machtverhältnisse zu verschieben. Das muss deutlich stärker kommen in einer China-Strategie. Ja, Wettbewerb, ja, Partnerschaft, ja, aber auch deutliches zeigen, welches Risiko inzwischen durch China mit verbunden ist. Das fehlt zurzeit. So, vielen Dank.